Servus, da ist der Harry G. Und ihr seht jetzt gleich After Hour, die Late Night mit Larissa Schütz. Harry, die Ehre. Und ich bin Kurt Kleintaler. Und dieser Piefke hat im Augenblick hier überhaupt keine Funktion. Guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen zur After Hour. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur heutigen Sendung. Und heute ist ein toller Tag. Ich freue mich schon die ganze Woche so drauf. Ich kriege nämlich Besuch aus meiner Heimat, aus dem schönen Bayernland. Im Interview habe ich heute Harry G. aus München. Und Harry G., der hält die Münchner ganz schön auf Trab in letzter Zeit. Er zieht so die ganzen Klischees von München durch den Kakao. Und er war jetzt in Österreich unterwegs, hat ein paar Orte abgeklappert, ist jetzt in Salzburg. Und ich werde ihn dann gleich mal fragen, wie es ihm so ergangen ist bei uns. Außerdem haben wir heute noch Sharon Levy im Studio. Sie wird uns was spielen. Sie ist bekannt geworden in Deutschland durch die Sendung The Voice of Germany. Da hat sie es fast geschafft, aber ihre Karriere hat trotzdem... Ja, Herrschaftszeiten, werden das ein Handy überlassen. Entschuldigung. Das ist meins, da muss ich rangehen, das ist der Harry G. Harry, servus. Ah, servus, Harry. Ja, wie, wo ich bin? Ja, ich bin im Studio, ich moderiere gerade auch. Ja, du wolltest ja nicht herkommen, jetzt muss ich zu dir. Ja, es dauert noch kurz. Na, ich bin gleich da, bin gleich da. Ja, passt, servus, bis gleich. Ja, der ist mittlerweile so prominent, der schafft das nicht mehr ins Studio. Jetzt gehe ich halt zu ihm. Aber wir sehen uns gleich im Republic bei Harry G. Ja, servus Harry, jetzt habe ich es gerade geschafft, über Salzach rüber, nachdem du es nicht ins Studio geschafft hast, habe ich alles gepackt und mitgebracht und warst schon mal in der österreichischen Late Night Show? Ja. Bei wem? Ich war mal bei einer Late Night, kann man quasi sagen, weil es so früh war, dass es eigentlich schon als Late Night gibt, ne? Frühstücksfernsehen. Ja. Ja, dann weißt du, was man in Österreich zur Begrüßung sagt bei Late Night Shows, oder? Foucault oder Eierlikör? Aber bei mir kriegst du ein Bier. Gott sei Dank. Prost, Halle, das ist für Salzburg. Ist gut. Ach so, jetzt habe ich den Platz in das bayerische Kino. Nein, es ist sehr gut. Ja, schön. Ja, du bist ja jetzt quasi schon eingelebt bei uns. Du warst jetzt in Graz zuletzt und so ganz fern mit Österreich bist du eh nicht, gell? Du Eben, also ich habe selber in Innsbruck lange gewohnt und studiert. Das wissen die wenigsten Leute und glauben mal die wenigsten Leute. Und jetzt haben wir gerade Tour hinter uns von Wien. Also wir haben uns Städte, wir sind einwohnerzahlmäßig immer weiter nach unten gekämpft. Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck kommt dann auch irgendwann einmal. Also dann Wien traust du noch nicht? Doch, war als erstes. Ach so, das war die erste Stadt. Das war Wien, Graz, Linz, Salzburg. Also, und du bist schon akklimatisiert sozusagen. Und was sagst du zu Österreich? Bauen wir das aus mit den Touren? Ja, also man baut es auf jeden Fall aus, oder ich baue es auf jeden Fall aus. Es macht da riesig Spaß. Ich meine, man spricht da irgendwie so die gleiche Sprache da, Bayern, Österreich. Also jetzt man im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ein bayerischer Dialekt. Ja, ähnliche Sprache, aber irgendwie hat man so die gleichen Probleme. Der Münchner, wo ich immer rede, hat seinen Isarpreisen, der Österreicher hat seinen Skifahrendenpreisen oder generell die Urlauber. Und Salzachpreisen haben wir hier in Salzburg. Ja. Weil es kommen schon viele Deutsche auch hier. Unglaublich viele. Vor allem an der Uni, das wirst du wahrscheinlich auch noch kennen in der Zeit. Das ist richtig. Und außerdem hat ja Salzburg eine herrliche Schickeria. Ja. Also da nimmst du mir gleich die erste Frage vorweg. Weil du bist ja berühmt geworden mit der Videoreihe Harry G. über. Ja. Und jetzt wollte ich dich gleich ein bisschen testen. Darfst du mal trinken? Prost. Jetzt wollte ich dich gleich testen, wie fit du bist. Und frag dich, was sagt Harry G. über die Getreidegasse? Ja, also die Getreidegasse, da fällt mir nur eins ein. Ich sage immer, die Getreidegasse, das ist ungefähr so wie bei uns der Marienplatz, ja, wo sich einfach über das ganze Jahr hinweg irgendwelche Chinesen, oder ich schere es jetzt über einen Kamm und sage Asiaten, mit ihren iPads hinstellen oder ihren Tablets und irgendwas abfilmen und abfotografieren, was du denkst, na, der Mozart, der hat eins weiter gewohnt, nicht da. Und keinen Sparbetrieb, das ist nämlich drin, der Supermarkt. schau da, hat er so tolle Häuser. Ja, die Getreidegasse ist natürlich wunderschön, aber, sagen wir mal ehrlich, es ist
ein Touristenheldenherz. Ja, aber wenn du denkst, dann darfst du gerade durch Salzburg gehen. Wurscht, geh mal ins Nachtleben von Salzburg. Kennst du das Take 5? Natürlich kenne ich das Take 5. Was sagt Harry G. über das Take 5? Also, ich meine, das Take 5, Take 5 in Salzburg ist ein bisschen sowas wie das P1 in München. Und dann gibt es einmal das in Kitzbühel. Ja. Das ist natürlich dann der die Oberliga der Schickeria, aber in Salzburg, da ist schon genügend Schickeria-Potenzial, oder beziehungsweise, was heißt Potenzial? Schickeria ist im Take 5. Hast du uns schon heimlich ausspioniert? Ja, schon öfter. Also ich komme ja öfter mal nach Salzburg, aber da Freunde und so weiter. Und da bin ich natürlich auch hier und da mal unterwegs. Aha, aufgepasst, die Damen. Können Sie dich erwischen beim Fortgehen. Ja, ja, und wenn du jetzt viel in Österreich unterwegs warst, dann hast du dich auch Zeitung gelesen bei uns, oder? Weil euer unglaublich unterhaltsamer Bauingenieur oder was er mal gelernt hat vor 140 Jahren, wo er geboren wurde, zum Bundespräsidenten. Jawohl. Das ist ein Wahnsinn. Ich sagte, der war, ist ja bei uns eigentlich eher so für Belustigung gut, ja, weil man nimmt halt das jetzt nicht ernst, dass das der Immobilien- oder Baumagnat ist, ja, da lacht man eher so drüber, aber gut. In Amerika werden Sie vielleicht zum Präsidenten. Ja, du wirst lachen. Ja, auch, wenn es schief läuft. Du stell dir mal vor den Staatsbesuch, der da stattfindet. Das wird lustig. Da regt sich sie, die Kathi, also das ist die minderjährige Blonde, die ja immer mit sich führt. Ja, du sagst es Deutsch, sie, glaube ich, sagt selber Kathy. Oder genau, okay. Sie, also für mich kommt die aus Deutschland und da, sage ich mal, eher rechts drüben, also im Osten, was letztendlich momentan auch auf rechts zutrifft. Ja. Und da kommt die her und... dementsprechend ist auch Kathy ein vollkommener Schmarrn. Die heißt Kathy und aus. Im Osten sagst du es gerne. Englisch. Ja, da heißen sie auch Kevin und Jerome. Ja. Auf jeden Fall hat sich sie beschwert, dass sie nicht ernst genommen werden könnten oder ernst genommen werden als Präsidentenpaar. Also sei mir nicht böse, wenn der mit seinen Minderjährigen da irgendwo auf dem G8-Gipfel aufläuft und dann kommt der Trump. Dann habe ich keine weiteren Fragen mehr an die Welt. Ja, dann hoffen wir, du kommst ja nächstes Jahr gleich schon wieder am Anfang zu uns, dann hoffen wir, dass du in deinem Programm nicht den Lugner als unseren Bundespräsidenten ankündigen musst. Ach, Gottes Willen. Oder persiflieren. Ich glaube, ernsthafte Chance hat er nicht. Wobei er ja den legendären Lugner-Rap gemacht hat. Ja, das musst du in Österreich machen, wenn du beim Wahlkampf was reißen willst. Hände schütteln, Sprüche klopfen, alles in die Tasche stopfen und das völlig ungehemmt, nicht mit mir als Präsident. Schön, du hast es schon gesehen. Ja, klar. Du bist top informiert, sehr gut. Da bin ich gespannt, wie die heute auf dich reagieren, aber ich habe schon gehört, die Österreicher, die mengen ganz gern. Ja, nicht der typische Biefke bist. Ich sage immer, man ist, gerade in Salzburg ist man ja, sage ich mal, dem Bayerischen so nahe, dass man es eigentlich als eins sehen kann. Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Tour hat ja dann auch den Titel Harry die Ehre, da sind die Preise schon gar nicht mehr drin. Wirst du noch ein bisschen mehr Bezug auf Österreich nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's was hergibt. Ja. Auf jeden Fall, gut. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mich dann nächstes Mal wirklich besuchst und mir erzählst, wie es so war in Österreich. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, Prost, lass der Schmecker. Wo besuche ich dich dann? In FS1, auf der anderen Seite. Ach so, das ist ja alles nicht. Ich habe jetzt mal dich. Ach so, privat. Das will ich gleich gerade machen, aus diese Kamera aus. Das ist wie in alten Zeiten, mein Postbüro, für mich alleine. Super. Ich fasse es nicht. Fräulein Schütz sauft Wodka aus dem Viertelglasl. Unglaublich. Werte Zuseherinnen und Zuseher, heute geht es um das Thema Urlaub und Sommer. Die Landesbediensteten werden heuer nicht mehr so schwitzen. Sie können schon um 6 Uhr morgens zu arbeiten beginnen, aber Sie schwitzen. Ja, ich schwitze. Ich komme von über der Salza. Ich war gerade beim HDG, also quasi in Bayern, also bei seiner Vorstellung halt über Bayern. Was machen Sie auf meinem Platz? Das ist mein altes Postbüro und ich genieße es. Ja, genießen Sie es, solange es dauert. Das ist jetzt mein Studio. Ich habe was für Sie mit. Sie sind ja Deutsche, gell? Ja, Bayerin. Ja, ja. Ob Bayern oder Preußen oder was weiß ich, alles Deutsche. Obacht, Kleintaler, du bist gleich raus, wenn du was sagst. Sie sind gleich raus. Sind wir jetzt per Du? Nein, lange nicht. Stoßen wir mit dem Wodka an? Nein, ich habe gerade mit der halben angestoßen oder zwei waren es vielleicht so auch. So ist das immer. Sag es einmal Du und dann hat es nicht gehalten. Nein, Herr Kleintaler. Was haben Sie vor mit mir? Ich zeige Ihnen die Schlagzeilen, wie immer, und unseren Zuseherinnen auch. Ja. Die Österreicher fahren
nicht mehr so weit fort, sie bleiben zu Hause. Auch die Japaner sind schon drauf gekommen, dass so ein Spaziergang im Wald gesund ist. Darum legen sie jetzt eigene Wälder an. Und deswegen rennen sie in der Getreidegasse rum, ja eh klar. Wer? Die Japaner? Ja, sind sie schon mal in 5 Minuten da durchgekommen? Die blockieren alles. Das Ausland ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Wieso? Die USA legen die Niagara-Fälle trocken. Ja, Amerikaner. China baut Städte für 100.000 Einwohner, ohne einen einzigen Bewohner zu haben in diesen Städten. Ich weiß nicht, wollen sie die so vermehren? Anscheinend nicht. Und meine heutige Lieblingsschlagzeile zum Thema Urlaub. Wenn es im Urlaub klingelt und der Chef ruft an, braucht man nicht mehr abzuheben. Wir haben es jetzt also gerichtlich bestätigt. Und Sie brauchen dafür nicht mal Urlaub, weil Sie eben sowieso nie ab. Herr Kleinteiler, ich weiß das. Ich bin so mit der Personalabteilung. Die weiß auch alles. Aber das Schönste ist das Umgekehrte. Während man in der Arbeit ist, muss man nicht abheben, wenn die Frau anruft. Das ist super. Das ist ihr Privatsache. So, zweites Thema heute. Gesundheit. Sepp Forcher ist 85. Und wie bleibt man so lange so gesund? Zwei Aspekte. Erstens, Bewegung schützt vor Krebs. Wissen wir schon. Und Achtung bei Vitaminpillen. Vorsicht bei Vitaminpillen. Das kann nämlich ein Rohrkrepierer werden. Das kann ganz nach hinten losgehen und in Wirklichkeit ungesund sein. Und Fräulein Schütz, sind Viagra-Pillen, sind das auch Vitaminpillen? Zählen die auch als Vitaminpillen? Ich bin eine Frau, ich weiß sowas nicht. Ja, gerade Frauen wissen das. Ich meine, wieso schlucken die Viagra? Ja, nehmen die das Ei oder was? So. Das müssen sie Männer einnehmen. Ja, Männer schlucken ja wohl Viagra, damit es die Frau gut hat, oder? Ja, aber über die Risiken müssen sie sich bewusst sein, wenn sie sowas nehmen. Lassen Sie es bleiben, Herr Kleinteiler, wirklich. Was ist Ihr nächstes Thema jetzt? Mein nächstes Thema? Oh, das wird Sie interessieren. Es geht um Österreich, es geht um den Bundespräsidenten. Haben Sie schon unterschrieben für Lugner? Wahrscheinlich nicht, besser ist es. Nein, aber das fällt mir jetzt zum Thema Viagra ein. Richard Lugner ist ja, glaube ich, ein sehr potenter Mann. Weiß man da, braucht er Viagra? Wenn man seinem Spatzi glauben darf, dann schon. Ja, der hat sich ein junges Haschel genommen dafür, das wissen Sie schon. Ja, kann man noch unterschreiben für den Lugner? Ja. Ich unterschreibe sofort, ich bin dafür, ja, dass der Lugner... Ja, ja, der hat, glaube ich, eine Nachfrist bekommen. Ab nach Wien! Ja, nämlich wir brauchen einen Clown in der Innenpolitik. Italien hat gezeigt, Beppe Grillo, das bereichert die Politik. Ich unterschreibe. Auf geht's, ja. Passt, auf Frau geht's. Schütz, alles Gute. Wiederschauen, Herr Kleinteiler. Und wir schauen jetzt, was die Salzburger dazu denken, dass der Lugner der nächste Bundespräsident wird. Hier hat Maria Theresia einst gelebt und gebadet, im schönen monarchischen Österreich. Das lasterhafte Leben hat längst Einzug genommen. Die spanische Hofetikette ist schon lange passé. Aber die Österreicher können wieder durchatmen. Das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar, das Ende der Demokratie ist nah. Denn der Retter in der Not ist da. Der neue Bundespräsidentschaftskandidat. Wer, wenn nicht er, könnte die Monarchie besser wieder aufbauen? Richard Mörtel Lugner. Wir machen uns schon mal auf die Suche nach einem würdigen Hofstatt für den Lugner. Wissen Sie denn, wer sich unter anderem für den Bundespräsidentschaftsposten gemeldet hat? Ja, ich denke schon, dass ich das im Wesentlichen weiß, wer kandidiert. Ja, der Alexander Van der Bellen, die Irmgard Gries, der Kohl von der ÖVP. Und unglaublich wichtig und bedeutend? Richard Lugner, natürlich. Also alle kennen ihn. Ich kenne den Hunsdorfer, Kohl, Gries, Van der Bellen und wer war der Baumeister? Ganz wichtig. Lugner. Der Lugner. Ja. Genau. Laut aktuellen Umfragen soll ja der bei 34% liegen. Was sagst du dazu? Na, das wäre Katastrophen für Österreich. Ja, aber er will ja scheinbar die Monarchie wieder einführen. Freuen Sie sich da nicht drauf? Nein, garantiert nicht. Naja, das wäre schon großartig. Österreich wieder einen Kaiser und dann der Lugner. Ich meine, besser geht's nicht. Nein, überhaupt nicht. Also davon halte ich auch nichts. Die Lugner hat ja auch gesagt, also sie will nicht nur das Amt als First Lady bekleiden, sondern sie möchte sich auch entkleiden. Was sagen jetzt Sie da als guter männlicher österreichischer Bürger dazu? Ja, das wäre reizvoll, oder?
Also das würde ich von einer First Lady also nicht erwarten, also und hoffe auch, dass sie es nicht tut. Wie wird die zukünftige Kaiserin von Österreich heißen? A. Bambi, B. Mausi, C. Katzi oder D. Spatzi? Was glauben Sie? Kaiserin, glaube ich, gibt es überhaupt keine. Ja, Kaiserin Spatzi. Wir haben keine Kaiserin. Wir werden auch keine kriegen. Warten Sie mal auf den Lugner. Wenn Richard Lugner die Monarchie wieder aufbauen möchte, was braucht er dazu? A. Wählerstimmen, B. den Segen Gottes, C. ein Haufen Glück oder D. einfach nur Mörtel? Mörtel, eindeutig Mörtel. Wie alt sind Sie? 48. Okay, Sie dürfen nicht am Hofstaat teilnehmen, weil im Programm sind die 41- bis 59-Jährigen nicht berücksichtigt. Tut mir sehr leid. Bald ist es soweit, die Österreicher dürfen sich entscheiden. Sollen Richard Lugner und sein Spatzi der Monarchie zu einem glanzvollen Comeback verhelfen? Wie sie sich auch entscheiden, wir sind uns sicher, die Monarchie stirbt nie. Liebes Publikum, jetzt wird's musikalisch. Es wird Zeit für den Musik-Act. Und das ist heute eine Frau, die über die Grenzen von Österreich raus bekannt ist. In Deutschland hat sie The Voice of Germany gerockt. Und damit ist klar, wer da ist. Das ist Sharon Levy. Und den Simon hat sie heute auch noch mitgebracht. Herzlich willkommen im Studio, ihr zwei. Danke. Ja, noch seid ihr still und ohne Gitarren. Aber so still ist es, glaube ich, gar nicht zurzeit. Sharon, was machst du zurzeit musikalisch? Es ist still geworden um dich, aber wir erwarten jetzt dann langsam mal einen großen Knall. Ja, was geht's jetzt eigentlich? Die erste CD, Rough Ready, ist schon raus. Und ein paar Leute warten schon auf die zweite. Ich glaube, viele Leute. Hoffentlich, ja. Es dauert. Wir haben keinen Stress mit das gehabt, aber ja, ziemlich viele Lieder sind schon geschrieben. Für mich ist es nur, dass ich schreibe von persönlicher Erfahrung und ich muss die Erfahrung zuerst haben, dann habe ich etwas über zu schreiben. Ich lebe momentan. Du lebst, um Songs schreiben zu können. Genau. Und wenn du dann genügend Erlebnisse gesammelt hast, dann sagst du, ist bereit für ein Album. Genau. Also ich weiß nicht genau, wie viele Lieder wollen wir auf der CD haben, aber lieber zu viel und dann die Beste nehmen, als ja, jetzt haben wir genug und aufnehmen wir das, wie es ist. Mhm. Jetzt kann ich dich dann gar nicht so über dein Album ausfragen, aber das macht nichts, weil wir haben eine ganz tolle neue Sache in der Redaktion gestartet. Sonst darf ja immer nur ich die Fragen stellen und dann sagen meine Kollegen immer und auch die Leute vom Publikum, wir wollen auch wissen, was die so machen. Und dann habe ich gesagt, okay, stellt eure Fragen. Und sie haben sie mir aufgeschrieben und in dieses Glas hier reingegeben. Und cool. Du bist heute die Erste, die draus ziehen darf. Und da steht eine Frage drauf, die irgendjemanden hier brennend interessiert und du musst sie beantworten. Oder du gibst sie an Simon. Okay. Zieh einfach mal. Ich hoffe, ich kann das lesen. Ich hoffe auch, du kannst es lesen, weil die schreiben alle nicht so schön bei uns. Was machst du als Letzte vor dem Einschlafen? Oh, gute Frage. Was machst du als Letztes vor dem Einschlafen? Oh Gott. Ja, viel zu viel denken. Oder meinst du Zähne putzen? Zähne putzen soll man vor dem Einschlafen machen. Ich muss ganz ehrlich sein. Also viel zu viel denken, vielleicht Facebook. Schauen, das macht mich traurig. Aber irgendwie kann ich dann meinen Kopf ausschalten. Und dann, wenn ich nicht schlafen kann, sage ich so positiv denken, einfach so, Leben ist schön, ich bin dünn. Ich weiß nicht. Das war einfach für die Frauen. Einfach, ja, aber viel zu viel denken normalerweise. Was ist das Geheimrezept, wenn man nicht schlafen kann? Warmes Bier? Na, das glaube ich nicht. Was machst du eigentlich? Ja, genau. Was, bevor ich Bier trinke oder schlafen? Ja. Beides. Ja, das mit dem Zähneputzen, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich hoffe, deine Mama schaut zu, weil die wird sich jetzt freuen. Stimmt, das hat sie gut gemacht. Und seit ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass es auf YouTube, darf ich das eh sagen, oder? Natürlich, okay. Darf sie alles sagen. Dass es auf YouTube 3 Fragezeichen Hörspiele gibt, und zwar die ganzen Fälle, die sie lösen. Und jetzt bin ich da ein ziemlich großer Fan eigentlich. Und kannst alles nachholen, was die gemacht haben. Genau. Wenn du schon so freudig antwortest, dann zieh doch du die zweite Frage. Na gut, schauen wir.
Gibt es einen Film, bei dem aus deinem Moment, an dem du weinen musst, der dir aber peinlich ist? Ich kann besser als du lesen. Ja, stimmt. Ja, Sharon kann besser lesen als dich. Also ein Film, der dir peinlich ist, aber bei dem du weinen musst, ganz richtig? Genau. Gibt's den? Okay. Sharon, überleg schon mal. Ich weine in jedes Film. Wirklich? Wirklich, ja. Naked Gun, wie heißt das Naked Gun auf Deutsch? Nackte Kanone? Ja, genau, habe ich da auch geweint. Vor Lachen? Oder weißt du, nein, nein, einfach so weinen, aber ich weiß nicht warum. Entschuldigung, das war deine Frage. Hey, Karolin, ich glaube, also geweint nicht, aber was man schon, also was, wo ich sehr, irgendwie was ziemlich ernst war, weil ich glaube Pans Labyrinth oder so. Mhm. Das ist schon länger her, aber ich glaube, das war so ein Film, der für mich ziemlich so, ja, was ziemlich zur Sache gegangen ist, sehr emotional. Dürfen Männer auch bei Filmen weinen? Sicher. Sicher. Die dürfen alles an die machen. Herren da draußen, ihr habt jetzt gehört, wenn sogar die harten Musiker weinen, dann dürfen die da draußen das auch. Gut. Aber ich glaube, beim Ghost, wahrscheinlich Ghost. Heißt das Geist, oder? Ja. Das ist Ghost Rupi Nachricht Goldberg, von Sam war es, glaube ich. Ja, genau. Ja. Oh, wirklich? Ja, da habe ich so viel geweint. Also wirklich. Ja. Es hat dich berührt. Schnell weiter. Noch einen, okay. Es finde ich toll, dass ihr die Fragen lesen du könnt. Auch eine, dann? Soll ich auch eine nehmen? Okay, ja. Ich nehme auch eine. Hat deine Gitarre einen Namen? Namen? Na? Ich soll eine geben. Wenn jemand eine Idee hast, schick das zu mir bitte. Ich habe dir keinen Namen. Okay, großer Aufruf. Hat deine einen Namen, Simon? Mm-mm. Nein? Nee. Okay, dann ich habe zwar eine Gitarre, aber die hat auch noch keinen Namen. Guter Denkanstoß. Aber gute Frage. Ja, echt gute Frage. Die nächste ist auch nicht schlecht. Wurdest du schon mal verwechselt? Also ich nicht, aber warte dich mal, kennt wurdest man. Noch mal verwechselt, mit jemandem anderem verwechselt. Ah, okay. Hat jemand gesagt, hey, du bist doch die Nena von Voice of Germany. Oder Kim Sanders. Ah, mistaken me for someone else. Ja. Okay, ja, also mit der Nena, das passiert bei ihrem Konzert sehr oft. Dass die bei der Vorband schon schreien, Nena, yeah! Ja, naja, das war eigentlich sehr peinlich. Also für 3 Jahre, wir waren im Vorprogramm bei den Nena-Touren. Und, also eigentlich ja, 2, 3, 2,5. Und es war ein paar Mal, dass ich so rauskomme auf die Bühne und Leute, von ganz hinten, sie sehen nur kurze Haare, skinny Jeans und so. Und dann ist es so, wer ist das? Und dann spreche ich mit meinem komischen Akzent und sie denken, warte mal, die Nena spricht aber sehr schön Hochdeutsch, das ist sicher nicht er. Aber was ist lustiger, ist eigentlich nachher, wenn ich so beim Merchandise bin und ich will so T-Shirts und CDs verkaufen und die betrunkenen Leute kommen und sagen, Nena, die Luftballons war geil und gratuliere auf deine Enkel. Und ich stehe da und ich denke, danke. Am Anfang habe ich gesagt, ich bin nicht die Nena, aber jetzt so machst betrunken. Du die Nena. Ich sage einfach, oh, herrlich, danke. Schön, dass sie da ist. Und, ja. Und die erzählen dann, hey, daheim, Nena hat eigentlich gar keine Enkel, hat sie mir verraten. No, weil sie hat, wenn sie hat ihre dritte gehabt, dann haben die alle mir gratuliert. Okay, aber es ist ein Kompliment. Also. Ja, und du weißt schon mal, wie es sich anfühlt, wenn man Enkelkinder hat. Ja, kann man sagen. Simon, mal verwechselt worden? Mhm. Nee? Ja, ich bin nicht viel unterwegs, mich verwechselt man nicht so. Aber das kann einem ja überall passieren. Ja, das stimmt. Aber. Na, aber ich werde dir Bescheid geben, wenn es mal passiert, weil das wäre sicher. Unbedingt. Also, wir brauchen jetzt Namen für die Gitarre. Ja, und genau. Wenn dich mal jemand für jemand anderen hält, dann soll er bitte auch bei uns noch schnell sich melden, damit wir dann wissen können, wem du ähnlich siehst. Gut, dann machen wir noch eine schnelle Runde, weil es so schön geht heute mit euch. Ist das mein Turn? Okay, ist das jetzt. Ist eigentlich was? Deine. Also wohl. Nee. Wann bist du das letzte Mal so richtig hingefallen oder gefahren? Gefallen. Hingefallen. Ach so, richtig hingefallen. Oh, das passiert mir andauernd. When did I fall over? Mhm. Also nicht auf dem Ski, aber eigentlich, dass das nicht funktioniert. Einfach so, oh Gott, lass mich denken. Also ich falle beim Skifahren dauernd hin und Gott sei Dank sehen es immer relativ wenige, weil das wäre echt peinlich. Na, Gott sei Dank. Simon, weißt du es? Skifahren. Beim Skifahren? Ja, ich glaube, es ist 3 Jahre her oder so. Ach so. Das war mein erster Urlaub mit einer Freundin und auch mein letzter bis jetzt, glaube ich. Wegen dem Sturz? Bist du auf sie draufgefallen? Also, nein, gar nicht. nicht so wichtig, aber auf jeden Fall. Ich war Snowboarden und ich habe das länger nicht mehr gemacht. Sie, das war dein Problem. Ja, wahrscheinlich. Du musst Skifahren lernen. Ja, auf jeden Fall bin ich aufs Kreuz geflogen. Und kennst du das, wenn du auf eine gewisse Stelle fliegst, auf einmal ist dir die Luft weg sozusagen? Oh Gott, und so das schlimm? War, ja, schon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt Musiker, ich kann solche Spassetteln nicht mehr machen. Genau, das ist vielleicht auch die bessere Idee. Ja, auf jeden Profimusiker Fall. Anstelle Profi-Skifahrer. Aber das ist ein gutes Stichwort, denn ihr seid ja eigentlich heute hier zum Musik machen. Was habt ihr mir für einen Song mitgebracht?
Wir spielen Let's Go. Let's Go. Das ist so ein neues Lied, das wird vielleicht auf der nächsten CD sein. Oh, aber dann ist es auf jeden Fall schon mal jetzt bei uns in der After Hour. Hier ist Sharon Levy mit Simon. Yeah.